Herzlich willkommen, liebe TeilnehmerInnen. Ich freue mich, euch zu diesem Deep Dive begrüßen zu dürfen, zur Session Rethink Work, die Digitalisierung der Produktion mit Yema Bangali. Sie ist Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation und Stefan Wilhelm, Leiter der Kommunikation und dem Netzwert, ebenfalls beim Fraunhofer IAO. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Danke, schön, dass wir da sein dürfen. Entschuldigt, geht sofort weiter. Genau. Vorab noch ein kurzer Hinweis von mir zum Ablauf. Wenn ihr eine Frage habt, dann hebt bitte die Hand. Ich rufe euch mit Namen auf und ihr könnt eure Frage stellen. Sobald ihr diese gestellt habt, schalten wir euer Audio aus und der oder die nächste kommt an die Reihe. Wer nicht sprechen möchte, kann diese Frage natürlich auch im Chat stellen und für all unsere TeilnehmerInnen bei YouTube. Ihr könnt eure Fragen unter www.menti.com mit dem Code 834428 posten und wir beziehen diese dann mit ein. Kommen wir nun zu unserem Deep Dive und einer ersten Frage, die bei Mentimeter aufgetaucht ist. In welchem Industriebereich seht ihr das größte Potenzial für Twin-Technologie? Möchtest du anfangen, Stefan? Boah, das, also da würde ich am liebsten sagen, in allen Bereichen. Also man merkt natürlich, wenn die Komplexität steigt, dann ist die Twin-Technologie oder der digitale Zwilling, der damit wahrscheinlich gemeint ist, natürlich hilfreich, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu schaffen. Krankenhäuser, Flughäfen, solche Gebäude, das muss jetzt nicht die Fabrikhalle sein, die wir gesehen haben. Also überall, wo die Technologie und die Komplexität geballt auftreten, da ist die Twin-Technologie für den Betrieb, für das operative Doing und natürlich auch für den Forecast, also für das Vorausschauen, was wird als nächstes vielleicht eintreten, ganz wichtig. Super, danke schön. Eine nächste Frage hier über Mentimeter. Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung der Produktion für Arbeitsplätze? Geh mal. Achso, soll ich jetzt? ja, also ich meine, der Herr Riedler hat es ja, also ich glaube, das ist ja auch so ein IAO-Thema von uns, also vom Fraunhofer IAO, dass bei uns ja so der Mensch im Vordergrund ist und so Dinge wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, da hat man ja auch oft so diese Ängste, der Mensch wird jetzt wegrationalisiert, alle Roboter machen jetzt die Arbeit, aber wir haben eher so diesen Ansatz, dass die Digitalisierung eigentlich dem Menschen nur dabei hilft, also eher unterstützt und dass der Mensch dann viel mehr zum Beispiel keine Sacharbeiten jetzt machen muss, die vielleicht irgendwie monoton sind, die vielleicht auch nicht so viel Spaß machen, sondern dass der Mensch sich dann wirklich auf die kreativen Prozesse fokussieren kann, weil ich glaube, das ist auch so das Alleinstellungsmerkmal von uns Menschen, dass wir kreativ denken können und ich glaube, da kann man eine Maschine noch so gut programmieren, das kann man, glaube ich, nicht replizieren. Also würde ich sagen, hast du da noch was hinzuzufügen? Nee, das war schon super. Ich hoffe, dem Fragesteller hat es gereicht. Ja, hoffe ich auch. Super, danke. Die nächste Frage ist, wie wurde oder wird denn das reale Future Work Lab, das ihr in der Session vorgestellt habt, aktuell in Zeiten von Kontaktbeschränkungen betrieben und wie kann ein digitaler Zwilling dazu beitragen? Ja, schönen Gruß an den Anfrager. Ich glaube, der kommt aus Österreich. Momentan dürfen wir natürlich keine Menschen dort live empfangen, außer eben so, wie wir es jetzt gemacht haben, in ganz kleinen Gruppen mit nötigem Abstand. Und da hat uns der digitale Zwilling auch schon geholfen, tatsächlich internationale Gäste durchzuführen, indem wir den Zwilling dann in einer Web-Session verwendet haben und dann eben live dazu gesprochen haben, was man da jetzt sieht und dann aber auch Fragen zugelassen haben, wenn es jemand gibt, der da was entdeckt hat, was eben im digitalen Zwilling nicht beschrieben war, dann nochmal gefragt hat, können wir da hingehen, können wir das detailliert erklärt bekommen. Also der Zwilling hat uns jetzt in diesen Zeiten der Kontaktbeschränkung eigentlich die
Zugänglichkeit ermöglicht und auch die Kommunikation recht interessant erlebbar gemacht, sodass wir eigentlich jetzt eine virtuelle Tour durch das Future Work Lab machen können, die dann eben auch durch einen real gesprochenen Kommentar, durch einen Tourguide eben nochmal zusätzlich unterstützt wird. Und das gleiche Zwillingsmodell gibt es von einem Bürogebäude, das auch ganz interessant ist, und auch sogar von unserem Parkhaus. Vielleicht fragt sich der eine, wieso habt ihr ein Zwillingsmodell von eurem Parkhaus? Weil wir im Parkhaus in Stuttgart die größte Ladeinfrastruktur in ein bestehendes, altes Parkhaus eingebaut haben und das natürlich auch wahnsinnig viele interessiert. Wie macht man das im Zuge dessen, dass jetzt doch der eine oder andere mit dem Elektrofahrzeug kommt und solche Fahrzeuge in Zukunft während der Parkzeit geladen werden? Also wie war da das Retrofitting? Und schon da macht der Zwilling nochmal doppelt so viel Sinn, weil da sind auch welche dabei, die würden das bei sich auch gern machen und die können sich dann einfach den Ausflug zu uns sparen. Wenn sie aus dem hohen Norden kommen, sehen sie das genauso gut. Darf ich dazu noch ganz kurz was hinzufügen? Und zwar, was wir mit dem digitalen Zwilling natürlich auch machen können, ist, normalerweise haben wir solche Tag der offenen Türen. Also das ist bei uns der Open Lab Day oder auch International Open Lab Day. Und also Präsenzveranstaltungen kann man jetzt natürlich nicht machen. Deshalb müssen sich alle natürlich überlegen, die nach online zu verlegen. Deshalb spielen auch alle Bands jetzt auf Instagram Live und so Sachen. Und da haben wir auch eine gute Lösung gefunden, um so einen Tag der offenen Tür einfach praktisch online stattfinden zu lassen mit unserer Virtual Tour. Ja. Darauf hinweisen, dass alle TeilnehmerInnen hier bei Zoom auch die Möglichkeit haben, ihre Hand zu heben und dann eine Frage mündlich zu stellen. Wir würden euch dann eine Sprecherlaubnis geben. Ich stelle euch jetzt noch eine weitere Frage von Mentimeter. Wo sind eurer Meinung nach Grenzen der Digitalisierung in der Produktion erreicht? Also was kann eurer Meinung nach nicht digitalisiert werden? Naja, da gibt es ja so Sprüche von digitalen Companies, die sagen ja, alles, was da ist, kann auch digitalisiert werden. Ich glaube, da sind wir schon noch ein Stück weit davon weg, was mit Sicherheit nie digitalisiert oder nie digital abgebildet werden kann, ist natürlich die Fähigkeit des Menschen in Form von Kreativität, in Form von Spontanität, auch die Emotionalität, auch die Fähigkeit von uns sehr schnell auf Fehler oder auf eine Alternativstrategie zu entwickeln, auf eine Situation, die eben nicht vorhersehbar war und auch in einem Programm so nicht hinterlegt ist. Da tun sich auch unsere Kollegen, die mit KI arbeiten, noch schwer, sowas abzubilden. Und ich glaube, da haben wir schon noch große Fähigkeiten, die dann von der Digitalisierung noch weit entfernt sind. Deswegen sprechen wir ja auch nicht davon, dass wir unbedingt alles, was der Mensch kann und alles, was da ist, digital abbilden wollen, sondern dass es eigentlich eine sinnvolle und sinnhafte Koexistenz in Zukunft geben wird. Im Future Work Lab sieht man einen Roboter, der steht da so, wie er vor 30 Jahren auch schon stand. Man sieht keinen Zaun mehr. In Zukunft arbeitet der Mensch mit dem Roboter. Jetzt könnte man sagen, wieso denn der Quatsch? Jetzt waren wir doch froh, dass der Roboter kommt und dem armen Mensch die grauenhafte Arbeit abnimmt. Aber man sieht halt, der Roboter kann vieles, vieles noch lange, lange nicht, was der Mensch eben perfekt beherrscht. Und das ist eben das, was den Mensch auszeichnet. Und deswegen arbeiten die in Zukunft, so würden wir es sehen, Hand in Hand miteinander ohne Zaun. Super, danke für die Antwort. Hier noch eine Frage von Mentimeter. Welche Herausforderungen gibt es bei der Einführung eines digitalen Zwillings auf People-Seite? Führung, Zusammenarbeit sind hier als Stichworte genannt. Jema, hast du, ich glaube, das ist so eine weiche Frage. Ich muss jetzt gerade noch mal überlegen. Sonst gebe ich dir noch ein bisschen Überlegezeit. Also wir haben ja jetzt schon viele so Befahrungen gemacht, was natürlich ein bisschen befremdlich wirkt für viele. Da wird ja eigentlich ein Abbild der Realität genommen und viele fühlen sich da ein bisschen in ihrer Persönlichkeit dann schon bedrängt, weil da wird ja auch dann das Arbeitsumfeld aufgenommen und so wie es halt ausschaut, ist es dann auch dokumentiert. Und da hatten wir jetzt am Anfang schon ein paar, die gesagt haben, aber bitte nicht so direkt in mein Büro reinfahren oder nicht so tief da in meinen Arbeitsbereich eintauchen, weil da stehen die Bilder von meinen Kindern und solche Sachen. Also man merkt schon,
da wird dann vieles auch ja digital sichtbar und digital abbildbar, was man vielleicht der Öffentlichkeit oder dem fremden Zugriff ein Stück weit vorenthalten möchte. Und es ist natürlich auch die Frage, was wir in dem digitalen Zwilling in Zukunft alles abbilden. Also wollen wir wirklich auch jeden Mensch, der sich irgendwo aufhält, dann auch dort tatsächlich abbilden? Jetzt nicht vielleicht mit dem digitalen Avatar, aber zu sagen, die 5 Menschen waren zu der Zeit in dem Raum und jetzt müsste hinterher die Putzkolonne rein. Oder wollen wir das nicht so, wie man das eigentlich dann auch datenschutztechnisch konform macht, lieber anonymisieren und sagen, okay, der Raum ist belastet worden, der muss gereinigt werden, aber wir wollen nicht wissen, wer genau drin war und wie lange er drin war. Aber wir wollen wissen, dass die drin waren und dass die vielleicht auch die Reinigung erfordern. Also da müssen wir schon sehr aufpassen und da ist es auch gut, dass wir das tun. Also ich glaube, da sind wir auch relativ gut, eine gute Vorbildrolle gegenüber vielen anderen Nationen, die da vielleicht von den Regularien noch ein bisschen offener sind und auch die manchmal die Befindlichkeiten noch gar nicht so deutlich rausgearbeitet haben. Jemand möchte noch was hinzufügen? Oder? Ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Also ich meine, du hast es gerade ganz griffig erklärt, finde ich. Wenn man sich so überlegt, wer das in das Future Work Lab so als Teilnehmergruppe kommt, das sind sehr viele, also ein ganz großer Teil derer, die da sich informieren, sind eigentlich auch die Arbeitnehmervertreterorganisationen, die eben früh mit solchen Szenarien in die Diskussion gehen, die auch früh verstehen wollen, was für Wirkung hat es denn auf die Prozesse, auf die Menschen. Und deswegen sind es eigentlich für uns auch die geliebten Gesprächspartner, weil man mit denen ganz früh auch diskutieren kann, wie wir eigentlich die Leitplanken für die Zukunft aufstellen, dass wir die Grenzen nicht überschreiten oder dass wir es vielleicht auch rechtzeitig merken, wenn wir zu dicht an die Grenze kommen und dann eben gemeinsam auch eine Lösung finden. Also das sind für uns ganz wertvolle und wichtige Gesprächspartner. Hier nochmal der Hinweis, wir haben noch ein paar Minuten, könnt auch gerne eure Frage bei Zoom mit dem Handheben-Symbol stellen. Eine weitere Frage von Mentimeter, welche finanziellen Anforderungen sind denn mit der Digitalisierung der Produktion verbunden und wer kann sich das vor allem in der aktuellen Situation überhaupt leisten? Ja, die Frage nach dem Geld ist immer spannend. Das werden mir auch tagtäglich gefragt. Also man kann natürlich das jetzt nicht so pauschal sagen. Das kostet wahnsinnig viel und ist ein wahnsinnig hohes Investment. Man wird erstaunt sein, so wie es der Oliver Riedel gezeigt hat, was teilweise schon die Technologie, die man in der Hosentasche hat, mit entsprechender fast schon kostenloser Software oder mit Standardsoftware, die mit dabei ist, kann. Also sind eigentlich oftmals ein bisschen falsche oder vielleicht auch antiquierte Vorstellungen von den Kosten. So eine Befahrung bei uns, die wird mittlerweile auch viel günstiger, weil natürlich auch die Geräte jetzt in Stückzahlen produziert werden und auch die Dienstleister in der Lage sind, solche Gerätschaften zu nutzen. Man sieht es am Preisverfall von solchen Laserscannern, die vor Jahren nur 6-stellige Beträge und jetzt fast kleine 5-stellige und vielleicht in Zukunft in die Region von 4-stelligen Geräten kommen. Also es ist eigentlich nicht mehr so sehr die Frage nach den Kosten, sondern eher die Frage, wer kann sich denn mit dem Gedanke schon früh auseinandersetzen und wer hat die Kapazitäten, solche Szenarien zu planen. Also die Technik und die Kosten der Technik sind nur selten der Showstopper. Manchmal fehlt es einfach an den Konzepten, wie man diese Technik sinnvoll einsetzt und auch an den Use Cases, wo man dann auch wieder einen Nutzen draus zieht. Also die Technik der Technikwillen einzusetzen, das machen wir natürlich als Forscher besonders gern, weil wir nachweisen wollen, wie es funktioniert. Aber für den Unternehmer ist ja immer wichtig, welchen Aufwand treibt er als Investment und wann kommt denn dann der Return on Investment wieder zurück? Und so ein digitaler Zwilling, wie wir es im vorigen Beispiel gesehen haben, wenn ich allein zum Messen nicht mehr vor Ort gehen muss, um zu sagen, passe ich da mit dem Hubwagen und der Europalette durch, dann ist das natürlich schon mal ein Riesenzugewinn, wenn ich das 10-mal in der Woche mache, irgendwo hinzufahren, um Maße zu nehmen oder irgendwelche Typschilder abzulesen, dann rechnet sich das sehr schnell. Und wenn ich so einen Use Case habe, dann kann ich auch entscheiden, wie viel Geld ich dafür ausgebe, dass ich das eben nach 2-3 Mal schon bezahlt habe und ab dem 4., 5. Mal schon die Früchte ernten kann. Ein Handzeichen mehr sehe und wir auch am Ende der Zeit angekommen sind, würde ich dann das Deep Dive an dieser Stelle beenden, außer ihr habt noch etwas, was euch auf dem Herzen liegt und ihr gerne sagen möchtet.
Ja, geht alle ins Netz, schaut euch den digitalen Zwilling an. www.futurework360.de. Genau, und wir wollen uns auch, also das Projekt ist ja gefördert vom BMBF und wir finden es super, dass solche Themen wie der Wissenstransfer und diese Möglichkeit, so eine Technologie zu nutzen, dass sowas auch gefördert wird. Und auch noch ein großes Lob an die Republika, das ist eine super Veranstaltung. Ihr habt echt was Tolles auf die Beine gestellt. Vielen, vielen Dank. Das ist noch nicht ganz zu Ende. An dieser Stelle aber vielen Dank an euch beide, Jema und Stefan, dass ihr euch die Zeit genommen habt, die Fragen ausführlich zu beantworten. Gerne. Vielen Dank auch für die Fragen. Genau, und vielen Dank auch von meiner Seite an alle TeilnehmerInnen, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr euch noch weiter austauschen möchtet, besteht die Möglichkeit, das in unserem Hof zu tun. Nähere Infos findet ihr auf unserer Republika-Seite unter Dabei sein. Und hier im Deep Dive Rework geht es um 19 Uhr weiter mit dem Deep Dive zu Redefining New and Work mit Ansgar Oberholz. Und wir wünschen euch allen noch einen tollen Tag bei der Republika im digitalen Exil. Dankeschön. Gern. Danke. Weiter viel Erfolg. Tschüss. Tschüss.